Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trust and Betray, Leute, mit Dalu und Anne. Hallo. Und mir. Wie immer. Wie immer. Immer. Toll, bist du, Anne. Da bist, was denn? Ich habe eine Spinne in meinem neuen Haus. Möglicherweise kann ich mir nicht erklären, wie die da hinkommt. Jetzt muss ich noch meine Wolle dran packen. Welche Farbe bekommt es denn? Ach, das wird blau. Dann darfst du jetzt aber nicht mehr rein. Ist auch nichts drin zu holen. Ich werde eh wieder einen Tunnel reinbauen. So, jetzt irgendwie was machen, was ich schon lange tun wollte. Meine Kisten abschließen. Dann kann nämlich an niemand mehr ran, außer ich. Shigo, du musst mir noch helfen. Was? Ich habe ja das komplette Lager von Karten ausgeräumt und ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen kann. Können wir das irgendwie wieder zusammenbauen? Weil ich habe die Gebrauchsanweisung irgendwo liegen gelassen. Er hat die Gebrauchsanweisung verschlammt. Ja, die war nicht dabei. Ich habe alles eingepackt und war nicht mehr original verpackt. Nee. Darf ich rein? Wo bist denn du? Vor der Tür? Vor welcher? Ja, klar, kannst du rein. Beim Schild. Moment, aber ich muss eben mich in den Fluggestalt verwandeln, damit ich nicht über deine blöden XP-Scheiße darüber laufe. Pass aber auf diese Salzwege auf, dass du da nicht irgendwie. Da kommst du eh nicht drüber. Dass du nicht irgendwie aus Versehen verbrennst oder so. Ja. Doch ein Level gekriegt. Schon passiert. Weh, du nimmst meine XP da wieder raus. Ich gucke jetzt nach, wie viel da drin ist. Mach doch. Sie hat doch gerade schon gesagt, dass sie die Level da rausgenommen hat. Ja. Hä? Hallo. Du hast es dir wieder geholt. Nein. Doch, hast du. Du hast einen lustigen Hut. Du hast dir das, die XP wieder... Wie viel hast du dir rausgenommen? Mehr! Du hast dir mehr rausgenommen, als drin war, Fräulein. Diebstahl in der Safe Zone. Hä? Moment mal. Da waren 13.000 und drinne. Kann ja gar nicht sein. Warte mal. Ist besser so? Dann pinkel ich. Au! Der Packst hat mich du die XP da wieder rein? Lass dich nicht schlagen, Shigo, das ist nicht okay. Egal, was er sagt. Ich warte, bis hier 13.000 XP drin sind. Setz dich doch auf alle vier Plattformen gleichzeitig. Nein! Oh, mehr kriegst du nicht. Mhm. Was ist los, du Eule? Was hast du eigentlich für komische Dinge auf dem Kopf? Was soll das sein? Hörst du schlecht oder was ist da los? Ja, ist so ein Shrek oder sowas. Mhm. Hier kann man meinen Turm echt gut sehen eigentlich. Finde ich gut. Finde ich gut. So, warte nur hier. Wenn man ein bisschen rausfliegt aus der Safe Zone und dann reinschaut, sieht es noch ein bisschen cooler aus, weil hier ja der Himmel so gelb ist und wenn man sich ein bisschen rausbewegt aus dem Biom, dann hat man den blauen Himmel, dann sieht das alles nochmal ein bisschen cooler aus. Wie bekomme ich XP aus diesem Ding? Rechtsklick auf die Tanks. Einfach nur rechtsklick. Warum nicht? Na jetzt. Es geht aber nicht. Na jetzt geht es aber einmal. Nicht. Hä, wie geht das? Shigo klaut wieder XP. Ja. Shigo klaut mir schon wieder meine Sachen. Wenn ich nicht 85 bin, wenn der Tank leer ist, dann kriege ich noch was von dir. Du kriegst überhaupt gar nichts von mir. Klare Ansage, Dalu. Naja, sie meint auch nur auf Minecraft und so. Das sagst du. Redet er sich jetzt ein? Lass ihn in den Klauen. Hier müssen aber einige Leute in meinem Haus gewesen sein, also just saying. Also ich habe meine ganze XP selber da reingetan und war Level 80. Ich komme ja auf Level 120. So, warte mal. Und dann noch bei Shigo rummaulen, dass sie angeblich was rausgenommen hat. Ach, der mault doch immer wegen jedem Scheiß rum hier. Füllen sich XP-Tanks von alleine? Nein! Dann komm mal her! Komm mal du mal her! Der XP-Tank geht nicht leer. Ich bin jetzt 125. Ja, das ist, weil sich die untersten XP. Ja, jetzt ist er leer. So gut wie. Das ist, weil die untersten, also die Blöcke teilen sich ja den Inhalt. Und es wird ja auf alles gleichmäßig verteilt. Und wenn es keine gleichmäßige Zahl ist, dann swappt das immer hin und her. Zahlentechnisch, weißt du? Achso, das heißt, bekomme ich durch einen Bug mehr XP raus, als drinne war? Das könnte eventuell sein. Oder es ist einfach ungleichmäßig verteilt und du denkst, es wäre mehr. Weil nee, es nee, ich bin ja, als ich das Ding gebaut habe, war ich Level 80. Und ich habe einfach meine ganze XP da reingetan. Ja. Und jetzt bin ich Level 130. Ja, pff. Was weiß ich. Entweder hat da jemand vor der Tür gestanden, voll Idiot. Hat sich dann da gewartet, auch darf ich rein? Was passiert denn hier? So, was möchtest du denn? Ja, was willst du jetzt hier? Ja, ich habe hier so viel Mist und weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh.
Schiff. So. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Redstone, Energiezelle, weißt du, versteht kein Mensch. So, geh mal das mal her und das mal. Ich habe Screenshots von dem Inhalt gemacht. Die ganze Zeit hier ist doch Glas, den du Arsch. Ah, ne, ist ein Klierglas, okay. Brauche ich ein Walkie-Talkie? Ja, ganz wichtig ist das. Boah, was mache ich mit einer Diamantsäge? Essen. Ich habe mir nämlich meine ganze Beute noch gar nicht angeguckt. Mit der Diamantsäge kannst du Cover machen. Dünne, Cover? Kleine Blöcke, Cover. Kann ich das nicht auch mit irgendwelchen Musikprogrammen? Ja, das ist aber was ganz anderes. So, wo ist denn das Lava-Dings-Gedöns? Lalalala. Oh Gott. Menschen, die ihre Kisten nicht sortieren, sind die schlimmsten Menschen der ganzen Welt. Shigo, wie viel willst du dafür? Wofür, was? Die Kisten sortieren. Nein. Ich habe Hobbys. Also. Klar. Glaube ich zumindest. Wir brauchen einen Lava-Fabrikator. Warum hast du sowas nicht? Wo ist das? Wenn muss er dann auch gehabt haben, dann habe ich auch sowas. Kaputt gemacht, garantiert. Das kann sein. Boah. Möglicherweise. Mr. Unfähig. Oh, ich mag den Namen. Darf ich den auch benutzen? Da ist er. Kannst ja für die letzten zwei Folgen, die du in dem Projekt bist, gerne noch machen. So, dann brauche ich das da. Nein, brauche ich nicht. Doch, brauche ich wohl. Es quietscht. Ja. Ich schenke dir wie die 40 zum Geburtstag. So, das und das und das. Dann können wir das wieder ausmachen. Wasch. Oh, Entschuldigung, die war noch geladen. Wie zoomen mit der Waffe? Was weiß ich? Linksklick, mit Linksklick zoomen, mit Rechtsklick schießen. Ich hab die Waffe aus dem Ding genommen und wollte ein bisschen gegengucken. Und was war die falsche Maustaste? So, wo willst du deine Maschinen in haben, ey? Oh nein! Es ist genau umgekehrt wie... Ich pack's wieder weg, sonst bringe ich mich noch um. Wo willst du deine Maschinen hin? Mein Glas ist kaputt. Ich hab meine Scheibe zerschossen. Sehr gut. Oh Mann, ey. Nicht witzig. So, wo bist du? Ein Stockwerk tiefer. Tiefer? Wie viel Abstand muss sein zu dem Haus von jemandem? Hast du die... Achso, hier willst du es hin haben? Oder was? Ja. Wohin genau? In die Ecke. Ist egal, wo, dass der Raum noch offen bleibt. Okay. Wie viel Abstand muss da sein? Wohin? Wohin? Zu dem Haus von jemand anderes. 5 Blöcke oder so, ne? In der Safe Zone ist es nicht so wichtig, sofern du niemanden zubaust, ansonsten 5 Blöcke. Okay, ich baue den Weg hier gerade an Marus Haus vorbei, aber ich denke, ja, das ist ja ein Weg. Stören. Ja, eben. So, 1, 2, 3, 4. Projekt Weg geht immer weiter. Weg. Dieser Weg. Ich glaube, ich baue das da weiter. Ich brauche neue Stufen. Ich brauche vor allem neuen Cobblestone, aber ich glaube, bei häufiger noch was. Ah, das ist aber auch blau, scheiße. Pinkelt der hier eiskalt rum, ey. Kannst du nicht die Tür zumachen dabei? Wer pinkelt rum? Hallo pinkelt. In seine aber Tanks. Gerade noch davon trinken hier von dem. Ja, du hast hier zuerst was rausgenommen. Menschen sind widerlich. Ja. So, was wollte ich denn jetzt? Was? Ich brauche einen Eimer. Da ist ein Eimer. Wo war der Lavatank? Der ist hier. Mist, hat jemand schon den ganzen Cobblestone rausgenommen. Was ist das denn? Frozen Meat. Brauchen wir Frozen Meat? Aber immer noch. Auftauen. Zack, und go, go, go! Rate, was passiert, wenn du Frozen Meat auftauchst? Salmonellen. Nein? War das falsch? Lasagne. Pferd oder echtes Tier? Gib mir 8, du hast ja noch ganz viel Cobblestone, du blöde, nutzlose Kiste. Ach, wo ist denn der Pulverrasierer. Geht das auch schneller?
Also nicht das Bauen von dir. Verstehe ich. Ich meine, unfassbar. Das hier mit dieser Kack-XP. Mein Gott, was musst du da auch alles rausnehmen, ey? Ja, bei dir, Langfinger, muss man auch immer wissen, wie viel man hat, ey. Ja. Welches Haus ist das denn hier? Sieht ja krass aus. Danke. Nicht deins. Das denkst du. Das ist ein rotes Haus. Ja, habe ich auch gebaut. Und dann hat wer hat es dann? Oh, wer boah, habt ihr mal eben, also habt ihr wirklich mal auf die Karte geguckt? Also normal M gedrückt, wie geil sich das eigentlich so verändert hat in den letzten Monaten? Oh ja. Also ist schon echt cool geworden. Genauso habe ich es mir eigentlich auch vorgestellt, dass alle auf diesem Berg hier bauen. Mhm. Ist schon echt geil geworden. Boah, wie riesig. Hat das auch noch alles Frame gebaut? Das ist ja riesig. Ich würde gerne wissen, wem das Schwarze ganz im Süden gehört. Ja, da bin ich ja gerade. Ist das dieses pyramidenähnliche Ding? Neben Frames weißen Villa-Palast? Ja. Oder? Der schwarze, ja, das weiß ich nicht. Dieser schwarze Glasklotz da. Das ist Rothermoons Mordfarm. Weiter im Süden. Noch weiter. Fast am Ende des Berges. Oder eigentlich ist er Ende des Berges. Die Plattform da, oder was? Mhm. Achso, nee, keine Ahnung. Die Plattform? Diese Plattform? Dieses viereckige Plattform-Dings. Wenn du auf die Karte guckst, das unterste, was ist, direkt links neben Karten. Ach, das Pyramidenartige, das mit den Wolken als Dach. Mhm. So, das haben wir, das haben wir. Das ist von... Ist in Team Rot jemand Neues? Ja, ich glaube schon. Dann ist das wahrscheinlich von der neuen Person. Steht kein Name. Wenn du stirbst da, gestorben. Du. Wie denn das? Mach ruhig, mach ruhig. Wie wärst du denn gestorben? Ich weiß nicht, ob ich Fallschaden bekomme oder nicht. Bekommst. Wieso hast du die. Hast du keine DNA-Spritze? Ich glaube schon, ich spiele so viele Modpacks. Ja, versuch doch mal aus leichter Höhe runterzufallen. Und guck, ob du Schaden kriegst. Das ist eigentlich. Ne, krieg ich nicht. Das ist aber eigentlich hier ganz cool, das neue Haus. Hier ist eine Kiste. Ist das deine Anakin? Möglicherweise. Ist eine blaue Kiste? Na, aber schön hier zu hinten auch noch zu sehen. Hier sind voll viele Portale auch mittlerweile gebaut worden. Jeder hat ein eigenes, anstatt das in der Mitte zu nutzen. Nether oder was? So ein Allround-Portal, wo du angibst. Ich würde gerne dahin. Da haben schon ein paar Leute geile Sachen gebaut. Also das muss man ja lassen. So, das da rein. Dann komm. Zack, zack. Ja. Ich finde es auch immer cool, wenn die Leute irgendwas. Dalu hat gepupst. Aha. Das sind ja wichtige Nachrichten, die hier stehen. Kann nur Horche geschrieben haben. Aber Horche war schon raus aus dem Projekt, als ich die Wand gebaut habe, also kann das eigentlich nicht gewesen sein. In Horchis Namen. Hey, schreib mir das auf die Wand. Das ist sehr wichtig. So, das funktioniert schon mal nicht. Hä? Fehlt was? Nee, aber hier will gerade... Ach so, oh, ich hasse das. Wieso hilfst du ihm eigentlich? Du bist doch Team Rot. Ach, keine Ahnung. Team ist aber nett zu mir. Warum bist du nicht nett zu ihm? Du bist doch Team Rot. Das frage ich mich auch manchmal. Fio, kannst du mir das eine Stück Holz, was du gerade genommen hast, einmal wieder geben, damit ich das reparieren kann? Denk dran, dass ja, die Kiste sonst nicht mehr aufgeht. Ja, ne? Aber ich muss da drüber den Stein dann einmal wegmachen. So. Damit der Schein. So. So, weißt du, was jetzt wieder funktioniert hier? Ich weiß nicht mal, was das ist. So, du tust hier oben Erze rein und kriegst ja. Hier unten die doppelte Menge Ingots wieder raus. Krass. Allerdings. Das ist das, was er geklaut hat? Das ist erstmal eins davon. Das sind die Maschinen. Okay. Und zwar, so das oberste hier, das wird nicht das mit Blaue? Strom betrieben. Ja, also das hier oben drauf ist, das links oben. Ja. Das, damit kannst du dir Cobblestone, Smoothstone oder Obsidian machen. Allerdings musst du das an eine Wasserquelle anschließen und an eine Lavaquelle, wenn du zum Beispiel Obsidian haben willst, brauchst du natürlich pro Obsidian einen Lava-Block. Ah, das hat Schneefias auch. Ja. Und dann könnte man noch hier den Tank quasi mit dem Ding hier verbinden, damit du unendlich viel Obsidian hier machen kannst. Aber wer weiß, ob du das brauchst. Was ist das?
Das ist die unendliche Energiequelle. Also das hier ist ein Lavagenerator, der produziert Lava, gibt das an das Magmatic Dynamo wieder, der gibt Strom an das Kabel und powert damit den Lava-Fabricator. Aber Magmatic Dynamo ist ja leer. Ja, weil das direkt die Energie ausschießt in die Redstone Energy Cell. Das heißt, soweit funktioniert das schon mal, das ist unendlich Lava gerade, ja? Genau, das ist unendlich viel Strom. Und das grüne Ding hier unten macht was? Das ist ein Ignitious Induction Smelter, dann kannst du zum Beispiel Invar oder Bronze direkt zusammenschmelzen. Moment, bedeutet das Einzige, was nicht funktioniert gerade, ist der obere hier, der Eruptionsverblablabla. Ja, genau. Also, weil der braucht halt keinen Strom, aber den musst du halt in Lava und Wasser anschließen. Ja, genau. Das heißt, es fehlt mir nur noch ein Wasserbecken und dann geht das. Ja, warte, das kann ich auch noch eben aufbauen. Hier ist der Aquarius. Ich brauche aber zwei Wasser, also zwei Eimer Wasser, bitte. Los, hol. Nein, hol. Anne? Nein. Anne, das kommt nicht gut. Ich habe keine Eimer. Ja, dann solltest du zusehen. Nein. Du bist doch nicht Detective. Das will gar nicht so sein. Ich muss ja auch nichts auflösen. Du kannst doch keine Befehle ausgeben. Sicher? Kannst du machen, ne? Wie meine Eltern immer so schön zu Weihnachten gesagt haben, du darfst dir alles wünschen. Oh, das hätte ich nicht gesagt, Anne. Ich glaube ja, wie schnell das hier geht. So. Du fliegst live noch raus. Verfolgen Sie jetzt live, wie Animus aus dem Projekt geworfen wird. Bin ich irgendwohin falsch abgestürzt. Begründung, deine Nase passt mir nicht. Du stinkst. Okay. Nichts gegen meine Nase. Sie ist wunderschön. Sie ist wunderschön. Überhaupt? Oh, das geht sogar. Cool. Wir hatten hier unten gebaut. Das ist ja wieder schrecklich. Was denn? Ah, oh, hier unten wurde so ein Kackstift gebaut. Kackstift? Wer hat einen Kackstift gebaut? Das ist einfach so eine... Wo geht das denn hin? Oh Gott. Ich bin gleich da mit dem Wasser. Wer hat sich denn bis zum Grundstein runtergebuddelt? Minions! Und ja, hier unten... Oh Gott. So. Sehr, sehr schön. Dann haben die bestimmt den Stift gebaut, ey. Kackstift? Ja. Wer war's? Steht nicht dran. Irgendwer hat unseren ganzen Berg kaputt gemacht. Oh nein, das heißt, wir wohnen jetzt hier auf einem maronen Gerüst und es kann jederzeit zusammenbrechen. Mhm. Oh oh. The end is near. Das sowieso. So. Hat Liscario sein Gebilde schon weitergebaut? Dieses komische. Ja, aber es ist immer noch eine. Es ist immer noch ein Fragment. Na, ist schon ein bisschen voller geworden. Also zwei Häuser sind ausgefüllt schon. Bin wieder auf dem Rückweg. Wunderbar. Hast du das Essen schon fertig? Alter, kriegst du mal einen Arschtritt. So. Ich muss das mal hier. Ich muss dich bewässern, du bist nämlich ein Baum. Baum. Wie mache ich das jetzt? So. Wie erklärst du mir bitte, warum da jetzt das Holz vorsteht? Ach, das soll hübsch aussehen. Es ist jetzt nicht mal mehr viereckig. Bin noch nicht fertig. Ach Gott, ich muss das. Mach deinen Scheiß doch alleine! Ich wollte dich nur ein bisschen einbinden in das Projekt. Nein. Boah. Ah, boah. Gleich baue ich so, dass es in deinem Haus explodiert. Well played. Haben wir uns verstanden, Shigo? Wo ist Anne eigentlich? Ich würde gerne mal auf Anne schießen. Ich baue hier den Weg weiter. Oh, Dark Hunter hat sein Rapier benannt. Ich habe hier gerade Dark Hunters Rapier. Oh Mann. Wieso hast du das?
Ja, ich hatte das ganze Haus, der Inhalt, der gehörte mir. Ach so. Boop, boop. So, Hallo. Guten Tag. So, wo hast du denn hier dein ganzes Zeug? Was machen Sie, davon, Mr. Baum? Davon nicht crafted Zeugs. Wo ist ein Eisen? Mach ich das da? Irgendwo Crafting-Tisch oder so? Warum nicht? Dann baue ich einen. Dann nochmal. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Du hast es schon schwer. Ja. Und auch ein Grund ist, warum ich das hier gerade mache, ist, ich kann im grünen Haus gerade eigentlich gar nicht so viel machen. Ich muss warten, bis ich wieder rot bin. Dann werde ich jetzt immer mit dir aufnehmen. Ich denke nicht. Arbeite, Shigo. Ach, lass mich. Ich mache hier hinter dir die Tür zu und so einen Abschließsound muss ich jetzt einbinden. Oh Mann. Kannst ja mich rufen, wenn es fertig ist. Ich glaube, takt. Ich schlaf so lange. Mhm. So. Ach, du hast die Aus Kabel Weg. Dahinter gehabt. Das ist schon der zweite Regelverstoß für dich. Ich denke ja, nicht. Ich habe nur einen bekommen. Ach ja? Stone Path. Du hast mich in der Safe Zone angegriffen. Du warst im Weg. Ich habe dich aus Versehen gestreichelt. Wie war das? Crayfish darf man nicht nehmen, oder was? Nein, bitte nicht. Nichts von Mr. Crayfish. Ich wollte gerade wissen, wie der Stone Path aussieht, den man bauen kann. Hast du das Wasser jetzt getrunken? Ja. Hat nach Waldmeister geschmeckt. Ist grün. Aus dem Weg jetzt, ja. Mann, ich muss das doch ansehen. Du musst mir dann halt auch noch bei Tech-Town genauso helfen, ne? Ja, das gleiche werden wir da auch bauen. Sehr, sehr Nur schön. Von Anfang an. Und dann erkläre ich auch, wie das geht. Ist das das Ding, was wir auch schon bei Skytech angefangen haben? Nein, das ist was anderes. Deshalb müssen wir es auch noch bauen. Da kommt Freude auf. Mhm. Was suche ich denn jetzt? Ach, nachdem sie mein Haus verunstaltet hat. Ich reiße dich alles wieder ab, weißt du? Und dann kannst du gucken. So geht's und jetzt dann wieder abreißen. So jetzt, weißt du, wie es geht. Gut, jetzt habe ich das angeguckt. Jetzt erstmal schön machen. Hm. Nee, aber Shigo, warum hast du die Sachen so hingestellt? Es sieht halt echt scheiße aus. Nee, aber nein, nein, mach bitte weiter. Alles gut. Ich mach später irgendwas da drumrum. Hey, Mr. Baum. Jetzt klingelt das Telefon, jetzt kommt bestimmt gleich jemand da. Da rein mit dem Telefon in der Hand. Bestimmt gleich jemand da. Nein, halt, kommt das jemand? Moment. Mikrofon muted. Oh, hallo, ich rufe ihn gleich zurück, ja? Zack. Badaboom! Mikrofon activated. Oh. Was schlechtes geschehen? Timing. Ah, Pizza bestellt? Nee. Ein Freund von mir hat gerade angerufen. Das war ein schlechtes Timing, warum? Durftest du nicht dran gehen? Achso, ja, es tut mir leid, ich bin dran. Hallo Steffen. Ich habe fertig. Hallo? Vielen Dank, Shigo. Ja, würde ich auch hoffen. Hallo? Und den ganzen Scheiß hier kriegst du wieder, da auch, das und das und das und das und das ist meins. Dafür, dass ich dir ja ein paar Stunden jetzt Asyl gegeben habe, tu bitte noch ein bisschen XP in den. Ich bin in der Ich glaube, takt. Mikrofon activated. Nein, aber Leute, nehmt das bitte nicht immer zu ernst. Was habe ich jetzt gerade verpasst? Ach ja. Oh, halt. Okay. Irgendwas Wichtiges habe ich verpasst. Nee. Ich hab mal gerade deinen XP-Tank ausgeräumt, jetzt gehe ich, ne? Tschüss. Ich guck da jetzt rein und sonst hole ich mir die wieder. Hast du wirklich viel mitgenommen? Nein, ich habe nur was genommen, um dann hinterher beim Rausgehen dir was wieder reinzukacken. Damit du nichts von mir klauen kannst, weißt du? So. Das,
Jetzt fehlen aber 2 XP. Nein. Ich hätte sogar mehr gegeben, als ich hatte. Also, das ist nicht gelogen. So, hier was alles. Was sagt der Timer? Pack grad meinen Stuff und dann können wir gleich mal aufhören. Dab, 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 dab. Musst du gleich weg, Anne? Jein. Ich wollte mit dem Kumpel telefonieren und der hat sich erst nicht gemeldet und daran habe ich halt die Aufnahme angefangen und nun hat er sich gemeldet und das war natürlich jetzt etwas schlechtes Timing. Meine Trauzeuge war das. Bald ist soweit. Nee, also ich bin schon verheiratet. Wer ist denn das nochmal gewesen, der jetzt bald heiratet? Horchi. Der Horchi. Der heiratet bald. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Ich bin durch. Yippie. 5, 6, 7, 8, 9. Was macht die Hoshi-Brücke? Die Hoshi-Brücke? Ja, ich versuche gerade, wie ich am besten so einen Pfeiler baue. Weißt du, sieht ja doof aus, wenn die einfach nur in der Luft schwebt. Jetzt will ich halt irgendwie noch so einen Stützbalken oder einen Pfeiler oder irgendwas bauen in der Art. Und jetzt muss ich gerade ausprobieren, wie das am besten geht oder wie das am besten aussieht. Kommst du dann, wo geht die Treppe später weiter hoch? Bei mir direkt? Also ich will die hier rumbauen. Siehst du mich gerade? Ja. Also ich will die hier rumbauen. Hier drüber. Über meine Fenster, ne? Genau, über deine Fenster drüber. Und dann hier rum. Und dann wahrscheinlich irgendwo hier rüber. Mhm. Also so, dass quasi dann so ein kompletter Kreis ist nachher durch die Safe Zone. Aber ich will ja auch keinen stören. Also muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Was? Vita Wolfs Einhornparadies? Ich glaube, takt. Das ist dann quasi so die Safe Zone Kreisautobahn, die man nicht braucht, weil man ja fliegen kann. Aber dann ist es ein bisschen verknüpfter dann. So, Folge ist zu Ende, oder wie? Jo. Alles klar. Alles klärchen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.